So viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Hilfe wie nötig. Das ist die Philosophie der Volkssolidarität. In guten Händen ist hier jeder, der zwar auf Unterstützung angewiesen ist, aber sich dennoch seine Selbstbestimmung bewahren möchte. Und so konnte am Dienstag auch jeder für sich entscheiden, ob er an der Frauentagsveranstaltung teilnehmen wollte oder nicht. Der Andrang war groß, hatten die Betreuerinnen doch zuvor einen Überraschungsgast angekündigt, den jeder aus seinen jungen Jahren kennen sollte. Julia Axen, DDR-Schlagerstar, gab sich die Ehre und machte die Veranstalter damit besonders stolz. Ich glaube, das sieht man mir an, wie stolz ich bin. Sehr stolz sind wir alle drauf, ne? Mit Hits wie »Eine Welt ohne dich« eroberte Julia Axen in den 50er und 60er Jahren die Herzen ihres Publikums und auch heute schafft sie es, die Erinnerungen bei ihren Zuhörern wieder zu erwecken. So war es für die Bewohner des Hauses Julie von Kuhn-Oppenheim ein Nachmittag zum Schwelgen. Nun dürfen sie sich auf die nächste Aktion freuen, die die Volkssolidarität 92 für sie bereithält. Wir werden wieder eine Terrasseneröffnung durchführen, wenn das Wetter es zulässt. Und dann auch so den ein oder anderen Stargast mal noch mit herkommen lassen. Weil es ist sehr wichtig, dass die Leute untereinander gut miteinander auskommen. Und sowas trägt immer dabei dazu bei. Jeden Monat gibt es eine Veranstaltung für die alten Herrschaften und immer wieder werden diese auch gut besucht. Ob Kakadu-Show oder Fasching, über Langeweile können sich die Bewohner nicht beklagen. Im Gegenteil, sie freuen sich immer wieder aufs Neue, zusammenzukommen und eine schöne Zeit zu verleben. So ist es. Das ist ein Highlight im Monat, wo schon immer geguckt wird. Wir hängen ja immer den Plan aus, wann ist denn nun wieder so weit, ne? Im vergangenen Monat hatten wir das Faschingsfest, davor hatten wir mal eine Kakadu-Show, also es ist immer was Neues.